So. Meine Damen und Herren, im Namen des Sprecherrates begrüße ich Sie zu unserer heutigen Vorlesung. Ganz besonders herzlich begrüße ich Herrn Professor Dr. Gründer. Thema: Aktuelles zu Demenzen, Prävention, Früherkennung, Behandlung. Demenz ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns. Zusammenhänge mit Lebensalter, Depression und so weiter können möglicherweise bei der anschließenden Diskussion zumindest teilweise geklärt werden. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Starten, weil es einfach ein bisschen technische Probleme gegeben hat. Das ist wahrscheinlich ein Zeichen für meine Demenz. Ich war fest davon überzeugt, dass ich meine Präsentation hier auf den USB-Stick geladen hatte, eben bevor ich die Klinik verlassen habe, und jetzt war die Präsentation nicht drauf. So fängt es an, das sind die ersten Anzeichen. Das heißt, ich musste jetzt meine Präsentation aus dem Internet wieder hier auf den Rechner laden, deshalb hat es etwas gedauert. Aber es hat jetzt doch geklappt. Ich will Ihnen jetzt nicht einen hochwissenschaftlichen Vortrag halten über Demenzen, sondern ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch, sondern ich möchte Ihnen einen Überblick geben über das Feld, was bewegt uns im Moment in der Demenzforschung, was hat das vor allen Dingen für eine Bedeutung für jeden Einzelnen. Wir sind ja alle betroffen. Das muss man im Seniorenstudium nicht extra betonen. Ich selbst beschäftige mich auch zunehmend persönlich mit dem Thema. Mit jedem Jahr, dass man älter wird, ist man mehr damit konfrontiert, mit der Frage, was geht einem das persönlich an? Und vor allen Dingen, wie kann man auch sein Risiko natürlich senken? Und da komme ich dann zum Schluss drauf. Da gibt es durchaus Möglichkeiten. Es ist also nicht alles so schwarz, wie es manchmal in den Medien so dargestellt wird. Das ist ein Schicksal, das über einen kommt. Man kann durchaus in gewisser Weise präventiv tätig werden. Das will ich Ihnen vor allen Dingen zeigen heute. Kann man mich ein bisschen hören, das Mikrofon? Sonst mache ich den Ton etwas besser so. 1, 2, 3. Ich versuche das mal so. Besser? Ja. Gut. Wenn man medizinische Vorträge hält, muss man heute immer auf Interessenkonflikte hinweisen, auf mögliche Interessenkonflikte. Ich habe Beziehungen zu zahlreichen Firmen der pharmazeutischen Industrie. Darum geht es aber praktisch heute nur am Rande. Medikamentöse Behandlung ist nur am Rande Thema. Sollte also eigentlich heute keine Rolle spielen. Demenz. Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich irgendwen, der davon betroffen ist. Das ist ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. In einer älter werdenden Gesellschaft. Hier sind nur ein paar Bilder rausgegriffen. Und Frank Schirmer schreibt in seinem Buch Das Methusalem-Komplott: Jeder, der in den nächsten 40 Jahren in dieser Gesellschaft alt wird, wird zum Problem für diese Gesellschaft. Ein sehr provokanter Satz. Ich glaube, wenn man hier so sich umguckt, dann müssen wir nicht 40 Jahre in die Zukunft gucken. Ja.
damit habe ich ja nicht gesagt, dass sie alle dement werden. Damit habe ich nur gesagt, sie alle, mich eingeschlossen, in 40 Jahren bin ich 90. Also das betrifft mich auch. Und wenn man Frank Schirmacher glaubt, dann bin auch ich schon viel früher ein Problem für diese Gesellschaft. Also das ist ein sehr provokanter Satz, den ich hier mal vorausschicken möchte. Und das ist natürlich das Resultat dieser Bevölkerungsentwicklung, dieser demografischen Entwicklung. Hier links haben wir die Bevölkerungspyramide im Jahr 1910. Jetzt gehen die Probleme hier weiter. Ich habe keinen Laserpointer. Links sehen wir die Pyramide mit den ganz vielen jungen Leuten unter 20. In der Mitte 1988, das ist 25 Jahre her, da haben wir schon diese Zwiebelform. Wir werden zunehmend älter und das ist die Entwicklung hier bis 2030 in der Bevölkerung. Das waren noch die Zahlen damals für Westdeutschland. 63 Millionen, kaum Zunahme oder stagnierende Bevölkerung. Und entsprechend sehen Sie hier eine zunehmende Überalterung und Sie sehen, viele werden bis 100 Jahre alt. Wir werden zunehmend Menschen sehen, die über 90 Jahre alt werden. Wir sehen dann eben hier diese Pilzform zunehmend, dass immer mehr besonders alte Menschen in der Gesellschaft leben. Das hat natürlich sehr weitreichende Konsequenzen. Das ist, sind Häufigkeiten von Demenzen, wie sie prognostiziert werden in der Zukunft und wie sie heute schon auch in epidemiologischen Studien beobachtet werden können. Hier unten auf der X-Achse haben wir das Alter dargestellt, Altersklassen, und auf der Y-Achse Prävalenzen. Prävalenzen sind Häufigkeiten bezogen auf eine Gesamtpopulation. Das heißt, Prävalenz 10% bedeutet, 10% der Gesamtbevölkerung leiden an einer Demenz. Und dann sehen Sie hier, im Alter von 61 bis 64 haben wir eine Häufigkeit von 0,4%, das heißt 4 von 1000 leiden an einer Demenz im Alter von 61 bis 64. Wenn Sie sich hier diese Altersklasse angucken, 85 bis 93, da haben wir schon 24%. Und in einer anderen Untersuchung zufolge, und das ist Alzheimer, 24%, Gesamtdemenzen, nicht alle Demenzen sind Alzheimer, komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen, 36%, das heißt jeder Dritte. Oberhalb von 85, jeder Dritte leidet an einer Demenz. Und davon sind etwa zwei Drittel Alzheimer-Demenzen. Also je älter Sie werden, desto größer wird das Problem. Und es gibt Prognosen, wenn wir alle 120 würden, dann ist jeder dement. Dann leidet jeder an einer Demenz. Wahrscheinlich ist das so, nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand. Andere Zahlen, die ähnlich aussehen, hier haben wir links 55 bis 64 Jahre, da sehen Sie eine minimale Prävalenz, eine minimale Häufigkeit. Und bei den über 90-Jährigen haben wir dann schon eine Häufigkeit von nahezu 40%. Also das nimmt exponentiell zu und über 100-Jährige sind dann in über 50% betroffen. Das sind nun Mittelwerte. Es gibt zum Beispiel abhängig vom genetischen Risiko, ich zeige Ihnen nachher noch ein paar Daten zur Genetik von Alzheimer-Demenz, abhängig vom genetischen Risiko kann Ihr Risiko viel höher sein, aber auch viel niedriger. Je nachdem, wie Ihre genetische Ausstattung ist, können Sie mit 80 schon ein 90%iges Risiko haben, an einer Demenz zu erkranken. Oder auch ein nur 10%iges. Ich zeige Ihnen gleich Daten dazu, das ist sehr interessant. Dann werden wir auch gleich auf die Frage kommen, ist es eigentlich interessant zu wissen, wie diese Genetik, wie die individuelle Genetik aussieht. Das können Sie heute messen lassen, untersuchen lassen. Und dann stellt sich die Frage, wollen wir das eigentlich wissen? Und viele sagen Ihnen schon nein. Ich habe vor wenigen Tagen eine Untersuchung aus Amerika gelesen. In den USA gab es gerade dazu eine Befragung
Über 90% der Bevölkerung sagt, man sei interessiert an einem Krankheitsrisiko interessiert zu sein, selbst wenn es keine Therapie gäbe. Und über 70% würden sich auch einer entsprechenden diagnostischen Maßnahme unterziehen. Selbst wenn es keine Therapie gibt. Ja, und im Moment gibt es keine wirkliche krankheitsmodifizierende Therapie. Das hat auch ganz gewaltige volkswirtschaftliche Konsequenzen. Wir sehen hier auf der Y-Achse Billion Euro, heißt Milliarden, Billion ist im Englischen Milliarde, Milliarden Euro. Und Sie sehen hier die Kosten von 2004 projiziert auf 2050, ist eine Verdoppelung, 50 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr. Also eine Verdoppelung von 50 auf 100 bis zum Jahr 2050. Und hier die Projektion oder die Kalkulation, was passieren würde, wenn man eine Therapie fände, die den Krankheitsbeginn verzögert. 5 Jahre, das wäre enorm. Das wäre schon ein enormer Fortschritt, da sind wir weit von entfernt. 5 Jahre würden bedeuten, wir würden 40 Billionen, Milliarden Euro einsparen pro Jahr. 10 Jahre, unvorstellbarer Erfolg, würde bedeuten 75 Milliarden Euro weniger Kosten im Jahr. Aber davon sind wir weit entfernt. Amerikanische Forscher schreiben in Science vor einigen Jahren, im Falle der Alzheimer-Demenz eine Verzögerung im Beginn um 5 Jahre würde 50% Reduktion der Prävalenz, also der Häufigkeit, bedeuten. 10 Jahre Verzögerung im Krankheitsbeginn würde zu einer Disappearance, zu einem Verschwinden der Erkrankung führen, weil dann andere Todesursachen quasi, sie würden ihren Alzheimer nicht mehr erleben. Sie würden dann an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an Krebserkrankungen sterben. Wir würden alle unseren Alzheimer nicht mehr erleben. Auch das muss man einfach so nüchtern sagen. Aber von diesen gewaltigen Fortschritten sind wir noch weit entfernt. Ja, also das ist im Moment unvorstellbar. Die Medikamente, die wir im Moment haben, wo ich nachher noch kurz darauf zu sprechen komme, die verzögern die Krankheitsprogression um 6 bis 12 Monate im Moment. Und dann, wenn Sie damit beginnen, mit dieser Therapie im Moment, in der Regel leiden Sie schon an einer Alzheimer-Demenz. Vor einigen Jahren gab es eine große internationale Konsensusstudie, die Delphi-Studie, in der die WHO Häufigkeiten über verschiedene Weltregionen hinweg bestimmt hat und dann auch projiziert hat in die Zukunft, ins Jahr 2040, wie viele Menschen werden 2040 von Demenzen betroffen sein. Und sehen Sie hier im Moment Prävalenz bei Menschen oberhalb von 60 Jahren in Prozent, also alle Menschen, die über 60 sind, da haben wir in Westeuropa, das sind wir, 5,4%, das heißt 5 von 100 der Menschen oberhalb von 60 sind im Moment von einer Demenz betroffen. In Nordamerika sieht das ähnlich aus, 6,4%. Hier haben wir China, 4%. Und dann Indien, Südasien, 1,9%. Das mag ein bisschen an methodischen Differenzen liegen, dass die Prävalenzen hier niedriger sind, in Indien oder Afrika 1,6% nur. Das mag an der Methodik liegen, wie hier diese Daten erhoben wurden. Es mag aber auch natürlich an Lebensgewohnheiten liegen. Und darauf komme ich gleich noch. Ernährungsgewohnheiten, Begleiterkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, das sind alles Faktoren, die auch Demenzrisiko beeinflussen. Jetzt projizieren wir das auf 2040 und dann sehen Sie hier 26,1 Millionen in China von 6 Millionen im Jahr 2000. Das ist eine Vervierfachung.
von 2000 nach 2040. Also hier haben wir den stärksten Anstieg. Und dann sehen Sie auch hier in Westeuropa oder in Nordamerika 9 Millionen, Indien, Südasien 7,5 Millionen. Das sind natürlich all diese großen und schnell wachsenden Bevölkerungen, wo Demenzen in Zukunft ein Riesenproblem werden. Also gerade in China. China mit seiner gewaltigen Bevölkerung wird viele Millionen demente Menschen haben in der Zukunft, wenn nicht ein gewaltiger medizinischer Fortschritt das verhindert. Hier sehen wir nochmal, dass die sich entwickelnden Länder, Low- and Middle-Income-Countries, also früheren Entwicklungsländer, die sich entwickelnden Länder, ganz besonders von dieser Zunahme betroffen sind. Hier haben wir die hochentwickelten Länder, dann nimmt die Prävalenz deutlich zu und in den sich entwickelnden Ländern aber noch mal viel mehr, weil da die Menschen dann in Zukunft eben auch älter werden und dann werden zunehmend mehr Menschen dort betroffen sein. Was ist überhaupt eine Demenz? Demenz wird gerne gleichgesetzt, so im Volksmund, im Allgemeinverständnis mit Alzheimer-Demenz. Das ist aber nicht richtig. Alzheimer-Demenz ist eine Form von Demenz, wohl die häufigste Form, aber nicht gleichzusetzen. Eine Demenz ist zunächst mal ein Syndrom, eine Beschreibung eines Syndroms. Demenz ist ein Syndrom, als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns. Eine meist chronische oder fortschreitende Erkrankung des Gehirns. Im Falle von Alzheimer-Demenz nennen wir das neurodegenerative Erkrankung. Das Hirn degeneriert, wie der Name schon sagt. Es baut langsam ab. Das ist ein chronischer Prozess, den wir im Moment nicht aufzuhalten vermögen. Mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, das ist das Prominente, womit es oft anfängt. Sie wissen nicht mehr, wo Sie Ihr Auto geparkt haben oder wo Sie Ihre Schlüssel hingelegt haben. Sie werden einfach vergesslicher. Das alleine bedeutet noch nicht, dass Sie an einer Demenz erkrankt sind. Viele Menschen, die vergessen, zunächst mal vergesslich werden, ein ganz normaler Prozess, Alterungsprozess, das bedeutet noch nicht, dass sie nun auf dem Weg in die Demenz sind. Aber dann sind eben auch später andere Dimensionen von Hirnfunktionen betroffen, Denken, die Orientierung, die Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Das heißt, sie sind Ihre bewusste Wahrnehmung ihrer Umgebung ist nicht gestört. Oft sieht man dann Veränderungen auch der Emotionalität, des Sozialverhaltens, der Motivation. Motivation bedeutet, dass Patienten dann weniger Antrieb haben, irgendetwas zu unternehmen, sich mehr zurückziehen, oft rückzügig werden, sich einen sozialen Rückzug erleben, manchmal aber auch enthemmt werden. Manchmal sieht man diese Veränderungen der Persönlichkeit zunächst als erstes, vor den anderen Veränderungen, die oben beschrieben sind. Dieses Syndrom kommt bei Alzheimer-Krankheit, bei zerebrovaskulären Störungen, das heißt also Erkrankungen der Hirngefäße, die sogenannte vaskuläre Demenz, und bei anderen Zustandsbildern vor, die primär oder sekundär das Gehirn betreffen. Ja? Oft findet man Mischformen. Also vaskuläre, die sogenannte Arteriosklerose, also Hirnveränderungen, oder Veränderungen der Hirnfunktionen, die darauf beruhen, dass das Hirn schlechter durchblutet wird. Arteriosklerotisch bedingte Durchblutungsstörungen des Gehirns kommen oft in Kombination mit den Alzheimer-typischen Veränderungen vor. Das ist dann eine Mischform, eine gemischte Demenz. Also die ganz reine Alzheimer-Demenz ist histologisch jetzt gar nicht so das, was man so typischerweise sieht, sondern oft sind vaskuläre Faktoren mit dabei.
Gefäßveränderung. Wichtig ist, als Demenz gilt ein Verlust einer zuvor erreichten kognitiven Fähigkeit. Das heißt, wenn Sie von vornherein mit einem Intelligenzmangel geboren sind, also geistig behindert sind, dann spricht man nicht von Demenz, sondern Sie müssen eine Fähigkeit, die Sie vorher hatten, verlieren. Das ist dann eine Demenz. Reversible neuropsychologische Leistungsminderungen werden auch als Demenz bezeichnet. Das ist auch wichtig. Eine Demenz ist nichts, was immer irreversibel in die totale Umnachtung, sage ich jetzt mal, führt, sondern das kann auch reversibel sein. Es gibt, das sind 10% aller Patienten mit demenziellen Syndromen, es gibt auch reversible Demenzen. Und danach müssen Sie eben besonders gucken. Ja, wenn ein Patient zu uns kommt zur Diagnostik, dann müssen wir zunächst mal eine ganze Reihe von Untersuchungen machen, um auszuschließen, dass es sich um eine behandelbare Erkrankung handelt, eine behandelbare Grunderkrankung, die, wenn wir sie dann behandeln, dazu führt, dass das demenzielle Syndrom sich komplett zurückbildet. Das ist natürlich die Herausforderung. Bei 90% findet man nichts, was man behandeln könnte, jedenfalls im Moment nicht, aber bei einem kleineren Teil eben doch. Und diese Patienten muss man eben ganz sorgfältig dann eben auch behandeln. Ja, unbedingt Abklärung und Differentialdiagnose zum Ausschluss einer reversiblen Pathogenese. Eine Demenz ist nach unserem heutigen Verständnis nichts Irreversibles. Alzheimer-Demenz, wie gesagt, häufigste Form der Demenz, erstmals beschrieben vor gut 100 Jahren von Alois Alzheimer, hier oben im Bild, deutscher Neuropathologe, erste beschriebene Patientin, weil diese Dame hier, die eine Demenz mit frühem Beginn hatte, typischerweise beginnt die Alzheimer-Demenz nach dem Alter von 65 Jahren, die meisten Formen beginnen nach dem Alter von 65, je früher eine Alzheimer-Demenz beginnt, desto mehr muss man davon ausgehen, dass es eine genetische Grundlage gibt. Es gibt bestimmte genetische Häufungen in bestimmten Familien, wo die genetischen Veränderungen ganz klar definiert sind, bestimmt sind, bekannt sind. Das sind oft Formen, die schon sehr früh, vor dem Alter von 60, manchmal deutlich früher, schon beginnen. Aber in der Regel beginnt die Alzheimer-Demenz nach dem Alter von 65. Emil Kraepelin, deutscher Psychiater, hat 1910 in seinem Lehrbuch zum ersten Mal die Alzheimer-Demenz als solche benannt. Hier sind dargestellt die typischen histopathologischen Veränderungen. Alzheimer-Demenz ist eine Diagnose, die man sicher hundertprozentig stellen kann, nur postmortem. Das heißt, wenn Sie das Gehirn untersuchen, nach dem Tod. Wenn Sie das Gehirn histologisch untersuchen und diese typischen Veränderungen finden. Das hier sind normale Nervenzellen, Neurone. Das hier sind Veränderungen, wie sie bei Alzheimer-Demenz zu finden. Das sind auf der einen Seite intrazelluläre Ablagerungen, da oben steht neurofibrillary tangles, neurofibrilläre Bündel, die lagern sich in den Nervenzellen ab. Und dazu kommen dann diese Plaques, Amyloid-Plaques, die außerhalb der Nervenzellen liegen. Und diese Amyloid-Plaques vermutet man einer gängigen Hypothese zufolge zumindest, dass die ganz wesentlich dazu führen, dass das Hirn immer weniger korrekt arbeitet. Es kommt zu diesen Eiweißablagerungen, das sind Eiweißplaques, die sich zwischen den Neuronen ablagern. Diese beiden Veränderungen, also diese neurofibrillären Bündel und die Amyloid-Plaques, sind die beiden histologischen Zeichen, die wir bei der Alzheimer-Demenz finden. Hier nochmal ein anderes Bild, hier diesen großen Amyloid-Plaque auf der linken Seite zwischen den Zellen, in der Zwischenzellsubstanz und hier oben NFT, ein neurofibrilläres Bündel in einer Nervenzelle. Sie sehen da dieses sich konisch
verjüngende Element, das ist eine Nervenzelle, das angereichert ist stark mit diesen Bündeln intrazellulär in der Zelle. Das ist nur, ich will Sie da nicht mit zu vielen Details jetzt belasten, das ist nur eine grobe Darstellung dessen, was man vermutet oder was wir wissen, wie es zu diesen histologischen Veränderungen kommt. Gucke ich doch nochmal, ob ich diesen Laserpointer in Gang bekomme. Da steht in der Zelle APP. APP ist das Amyloid Precursor Protein. APP ist ein großes Protein, das wird durch bestimmte Enzyme zerschnitten in diese A-Beta-Peptide. Da gibt es verschiedene Fragmente, die verschieden lang sind. Diese A-Beta-Peptide, die werden aus der Zelle ausgeschleust und die werden bilden letztendlich hier diesen Plug. Das ist so ein Amyloid-Plug, sehen wir die Nervenzelle. Hier bilden sich die Bündel, die neurofibrillären Bündel drin. Der Plug entsteht durch Zusammenlagerung von diesen A-Beta-Peptiden, diesen kleineren Fragmenten. Und da steht Secretase Cleavage. Dieser Prozess hier vom ATP zu diesem A-Beta, der wird enzymatisch gesteuert und da gibt es drei Sekretasen, das sind Enzyme, die diesen Schneidevorgang vornehmen und man versucht heute pharmakologisch mit neu entwickelten Medikamenten diese Spaltung entweder zu befördern oder zu hemmen, je nachdem, welche Sekretase sie vor sich haben. Ja, also da versucht man pharmakologisch einzugreifen. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie dann diese Peptide hier in den Zellen sozusagen als Müll gelagert haben, dass das die Hirnfunktion beeinträchtigt, je mehr es zu diesen Ablagerungen kommt. Wenn man das Hirn makroskopisch untersucht, also mit bloßem Auge, dann sieht man auch erhebliche Veränderungen. Links ein normales Hirn, rechts ein Hirn eines Patienten mit Morbus Alzheimer. Sie sehen schon aus der Ferne, dass hier die Hirnsubstanz verkleinert ist. Das Hirn schrumpft, es kommt zur sogenannten Atrophie. Sie sehen hier, die Hirnrinde ist deutlich vergröbert. Die Furchen zwischen der Hirnsubstanz sind deutlich kleiner. Sie sind deutlich größer, die Furchen sind größer geworden. Sie sehen deutlich mehr Flüssigkeit um das Hirn herum. Und auch die Hirninnenräume, die flüssigkeitsgefüllten Hirnventrikel, sind größer beim Patienten mit Alzheimer-Demenz. Jetzt kann man das auch kernspintomografisch untersuchen. Die Kernspintomographie ist eine wichtige diagnostische Methode. Und Sie sehen hier jetzt, das ist ein gesundes Hirn. Ein Patient oder ein Mensch, ein Proband, noch kein Patient, der oben ganz links unter 1 zu einem bestimmten Zeitpunkt im gesunden Stadium untersucht wurde. Und das, was Sie dann rechts rot von 2 über 3 nach 6 rot markiert sehen, ist immer die Veränderung zu 1, zum Ausgangsstadium. Und zwar die Abnahme. Und dann sehen Sie, dass in diesem Zeitverlauf von 1 bis 6 zu einer zunehmenden, ganz diffizilen und geringgradigen Verringerung der grauen Substanz, also der Nervenzellen kommt, der Hirnrinde. Ja, das kann man kernspintomografisch, wenn Sie das Hirn von diesem Patienten nur zum Zeitpunkt 6 sehen würden, könnten Sie nicht sagen, dass da irgendwas pathologisch ist, dass da irgendwas passiert ist. Aber wenn Sie den Zeitverlauf sehen, dann sehen Sie, da ist ein dynamischer Verlust an Hirnsubstanz. Und das ist hier dargestellt. B ist der normale Verlauf. Das ist der normale Verlauf, wenn wir uns alle ins Kernspin legen würden und uns untersuchen würden im Längsschnittverlauf hier über 4 Jahre, wie das hier geschehen ist, dann würde man sehen, im Schnitt verlieren wir alle langsam an Hirnsubstanz. Dann gibt es unter uns ein paar super gesunde, sportlich, gesund essend, schlank, null Bluthochdruck. Das sind die hier. Die verlieren vielleicht ein bisschen weniger. Das sind die super gesunden. C. Und das ist nun ein Patient, dieser Patient, der mehr verliert als der Schnitt.
Und hier sind zwischen 4 und 5, zwischen dem Bild 4 und Zeitpunkt 5, ist dieser Patient, hatte zum ersten Mal Symptome entwickelt, also Gedächtnisstörung. Frühe Zeichen eines demenziellen Syndroms. Und das ist eben der weitere Verlauf über diese 4 Jahre, der diesen Prozess begleitet. Jetzt sagte ich eben, es gibt bestimmte genetische Risikofaktoren. Nicht jeder hat das gleiche Risiko, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken. Der wichtigste genetische Risikofaktor ist vor ungefähr 20 Jahren beschrieben worden. Ich habe hier eine Publikation, das war 92, 93, ist diese Sache ganz groß als wichtiger Meilenstein gefeiert worden. Das ist eine Publikation aus Science, einem der großen Wissenschaftsjournale. Und da sehen Sie Apolipoprotein E, Typ 4 Allel, prädiziert das Risiko, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken. Und Late-Onset-Families heißt, das sind Patienten, Familien gewesen, die man hier untersucht hat, wo der Alzheimer nach dem 65. Lebensjahr diagnostiziert wurde. Man hat hier also eine große Gruppe von Patienten untersucht auf dieses Gen für Apolipoprotein E. Und ich will Ihnen zeigen, was man hier gefunden hat. Es gibt, Sie wissen vielleicht, jedes Gen gibt es in 2 Varianten. Wir haben immer 2 Kopien. Apolipoprotein E gibt es 3 verschiedene Varianten. Die Variante E2, E3 und E4. Ja, hier links haben Sie stehen ApoE-Genotyp. 2-2 bedeutet, Sie haben die Variante 2 homozygot. Das heißt, Ihre beiden Kopien sind jeweils die Variante 2. Darunter steht 2-3, das heißt, eine Ihrer Varianten ist die Variante 2 und die andere ist 3. Also jeder hat 2 Kopien. Und Sie haben also entweder die Möglichkeit 2-2, 2-3, 3-3, 3-4 oder 2-4. Links haben Sie alle Möglichkeiten da stehen und 4-4 ist die unterste. Und jetzt sehen Sie hier, percent affected, betroffene Patienten, Prozentsatz an betroffenen Patienten. Wir gucken uns jetzt nicht mal Männer und Frauen getrennt an, sondern hier die Gesamtsumme. Und dann sehen Sie, der Genotyp 2-2, wenn Sie also ApoE4 homozygot 2-2 haben, 0% betroffen. Wenn Sie 4-4 haben, das steigt nach unten, 4-4 homozygot Variante 4, haben Sie 91% Betroffene. Also homozygot ApoE4 bedeutet, Sie haben ein sehr hohes Risiko, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken. Hier haben wir Gene Dose. E4 ist das Risikoallel. Und ein Allel alleine, wenn Sie nur ein E4-Allel alleine haben, haben Sie ein erhöhtes Risiko. 0 bedeutet, Sie haben kein E4-Allel. 1 bedeutet, Sie haben ein E4-Allel. Und 2 bedeutet, Sie haben 2 Allele. Und dann sehen Sie hier, mit 0 haben Sie in dieser Gruppe 20%, sind 20% betroffen von der Demenz. Das waren ältere Menschen. Mit 1 47% und mit 2 91%. Besonders eindrucksvoll wird das jetzt in der nächsten Darstellung, wenn man das jetzt grafisch darstellt. Das hier ist das Alter von 60 bis 90. Und auf der Y-Achse haben wir die Verteilung für den Krankheitsbeginn. Und Sie sehen hier, wenn Sie kein Risikoallel haben, also ApoE4, kein Risikoallel, Sie haben also nur E2 oder E3 Allele, dann nimmt mit dem Alter zwar auch Ihr Risiko zu, aber Sie haben hier, da steht 0,5, selbst im Alter von 90, haben Sie nur ein 50%iges Risiko, an einer Alzheimer-Demenz erkrankt zu sein. Mit 90. Wenn Sie in dieser Gruppe sind hier, das sind die Hochrisiko
ist die Hochrisikogruppe. 2 steht hier. Sie haben 2 Allele von dem E4. Dann haben Sie selbst hier mit 80 schon ein 90%iges Risiko, erkrankt zu sein. Und schon mit 70, das ist hier, gehen wir da hoch, dann sind Sie ungefähr bei 70 schon bei einem 50%igen Risiko. Wenn Sie ein Risikoallel haben, und dann sind Sie in dieser Gruppe, dann sind Sie irgendwo in der Mitte. Jetzt werden Sie sich fragen, das ist ja hochspannend, wie ist die Verteilung in der Bevölkerung? Homozygot, diese homozygote Variante hier, diese Hochrisikovariante, E4, Homozygot, also 2 Kopien von E4, haben 3% der Menschen. Das ist nicht so viel, aber das ist über eine große Gruppe gesehen schon eine beträchtliche Zahl. Und natürlich fragt man sich sofort, wie ist denn mein individuelles Risiko? Ja, und dann sind wir wieder bei der Frage, die ich eingangs schon mal gestellt habe. Wollen wir das jetzt wissen? Wer würde sich jetzt seinen Genotyp bestimmen lassen? Das ist also, Sie würden es tun, ja? Jetzt sagt man Ihnen, Sie haben den Hochrisiko-Genotyp, E4, E4, was machen Sie draus? Es gibt keine Therapie. Sie würden anders leben, vielleicht sollten Sie aber von vornherein schon anders leben. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber das können wir gerne, vielleicht, das ist ja eine ganz wichtige Frage und das sollten wir vielleicht im Anschluss in der Diskussion mal diskutieren. Was machen wir mit diesem Befund? Und vor allen Dingen, vielleicht haben Sie ja einen Betroffenen, vielleicht wissen Sie ja von einem Elternteil oder von einem Bruder oder einer Schwester, dass sie an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist und vielleicht schon mit 60 oder relativ früh. Dann können Sie ja spekulieren, das ist ein Mensch mit einem höheren Risiko. Wie sieht es denn dann bei mir aus? Ja, alleine die Familienanamnese, was machen Ihre Eltern, Ihre Großeltern, Ihre Geschwister, gibt ja schon einen gewissen Hinweis über Ihr individuelles Risiko, ohne dass Sie hier eine genetische Untersuchung gemacht haben. Diagnostik. Da sind wir dann jetzt wieder bei der Diagnostik. Da will ich jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Wir wissen, es gibt heute, man kann ein demenzielles Syndrom zunächst mal an Demenz, also eine Demenz ist eine klinische Diagnose. Dafür brauchen wir zunächst mal keine bildgebenden Verfahren, kein MRT oder kein PET. Die Diagnose stellen wir klinisch. Wenn wir aber dann weiter eingrenzen wollen, um was für eine Form handelt es sich um eine vaskuläre Demenz, um eine Alzheimer-Demenz, um eine behandelbare Demenz, dann müssen wir eben weiter untersuchen. Und dann machen wir erstmal so eine Basisdiagnostik, Labor zum Beispiel. Manchmal findet man schon im Labor gravierende Auffälligkeiten, die das Bild erklären können. Selten, aber das gibt's. Und dann gibt es natürlich Liquoruntersuchungen, das ist dieses sogenannte Nervenwasser, das wir hier unten am Rücken entnehmen. Da wissen wir heute, da gibt es sogenannte Biomarker, bestimmte Eiweißmoleküle, die typischerweise bei Demenzen, insbesondere bei der Alzheimer-Demenz, verändert sind. Die haben einen hohen diagnostischen Wert. Natürlich machen wir hier CCT, also eine Computertomographie oder auch eine MRT, eine Kernspintomographie, um strukturelle Veränderungen zu sehen, vielleicht diese eben beschriebene Hirnatrophie. Und dann gibt es hier diese PET-Untersuchung. Positronen-Emissionstomographie, die heute auch ein tolles Instrument ist, um schon in einem frühen Stadium eine Diagnose zu untermauern. Es gibt auf dem vorherigen Chart habe ich Neuropsychologie stehen, hier in der Mitte. Neuropsychologie, das sind bestimmte Tests, psychologische Tests, die wir machen. Einer ist zum Beispiel hier der sogenannte Mini-Mental State Test. Das ist relativ klein, das sehen Sie bis hinten nicht. Es liegt nicht am Alter, sondern an der kleinen Schrift. Da wird zum Beispiel nach der Orientierung gefragt: Jahr, Jahreszeit, Datum, Wochentag. Merkfähigkeit, der Proband bekommt 3 Begriffe genannt: Auto, Blume und Kerze, die soll er sich merken.
Dann lassen Sie ihn kurzzeitig rechnen. Hier Aufgabe 3, Aufmerksamkeit. Dann wird gerechnet. Patient oder Proband soll von 100 immer 7 subtrahieren, 5-mal hintereinander. Und für jede richtige Rechnung gibt es einen Punkt, also 97, 86, 79, 72, 65, für jeden gibt es einen Punkt. Und dann fragen Sie jeden wieder nach den 3 Begriffen. Und für jeden Begriff, den der Patient oder Proband dann reproduziert, gibt es wieder einen Punkt. Und dann noch so ein paar Sachen wie, was ist das für ein Gegenstand hier? Oder Sie heben einen Stift in die Höhe und der Patient soll den Stift benennen. Solche Dinge eben. Das ist ein Kurztest, den Sie in 5 Minuten machen. Andere Tests, Syndrom-Kurztest, SKT, das hier ist nur ein Teiltest aus diesem SKT. Sie können sich hier schon erschließen, was hier zu tun ist oder was hier gemacht wird. Hier sind Zahlen angeordnet. Und was passiert hier auf der unteren Abbildung? Die Zahlen werden einfach der Reihe nach aufgelistet hier nach in aufsteigender Reihenfolge. Und dann gibt es noch auch eine Zurücksortierung, das ist auch eine Aufgabe. Also das sind so Schnelltests, mit denen Sie eine erste grobe Orientierung gewinnen können, ob es sich um eine Demenz handeln könnte. Das ist der sogenannte Uhrentest. Auch super schnell gemacht, ist auch nur ein Orientierungstest. Sie geben einfach dem Probanden die Aufgabe, eine Uhrzeit auf einer Uhr zu malen, zu zeichnen, auf einem Blatt Papier. Da oben sehen Sie eine normale Uhr mit einem kleinen, mehr oder weniger kleinen und großen Zeiger. Hier sehen Sie schon eine leichte Beeinträchtigung. Und das hier ist dann überhaupt nicht mehr zu erkennen bei einer schweren Demenz. Also das ist natürlich nichts wirklich Wegweisendes, aber als erster Orientierungstest ist dieser Test sehr gebräuchlich, der Uhrentest. Jetzt kommen wir zur Positronenemissionstomographie. Das ist ein nuklearmedizinisches Verfahren, mit dem wir Hirnstoffwechsel untersuchen können. Auf der oberen Reihe sehen wir 3 Hirnschnitte durch ein gesundes Hirn. Das ist, hier ist Glukosestoffwechsel dargestellt. Also Zucker braucht unser Hirn. Das Hirn ist ein extrem energieaufwendiges Organ, verbraucht sehr viel Glukose, Zucker und Sauerstoff. Und das ist nun ein Patient mit einer Alzheimer-Demenz. Sie sehen hier eine deutliche Reduktion des Zuckerstoffwechsels. Und typischerweise fängt das hier hinten an, in diesem Hirnareal, das ist hier hinten, parieto-occipital nennen wir das. Und in bestimmten Formen sieht man das dann auch hier frontal, im frontalen Hirn. Aber hier sieht man das typischerweise als erstes. Glucose-PET, weit verbreitet, können Sie in jeder größeren Stadt, auch in Aachen, machen lassen. Das ist eine neue Methode, eine relativ neue Methode, die es erst wenige Jahre gibt. Das ist nun ein PET mit einem Amyloid-Liganden. Ich sagte Ihnen eben, diese Amyloid-Plaques, diese extrazellulären Proteinablagerungen aus diesen Plaques, die kann man heute radioaktiv markieren. Der Proband bekommt einen radioaktiv markierten Farbstoff injiziert, wird dann in die Kamera gelegt. Und dann reichert sich dieser Farbstoff in diesen Plaques im Hirn an. Und dann machen Sie ein Bild. Das ist oben, AD steht für Alzheimer-Demenz. Und das ist eine gesunde Kontrollperson. Sie sehen hier findet sich praktisch keine Ablagerung von diesem Farbstoff, keine Amyloid-Ablagerung. Und im Patienten mit einer Alzheimer-Demenz sehen Sie die erhebliche Anreicherung dieser Amyloid-Plaques, dieses PET-Ligand in den Amyloid-Plaques. Sie finden das auch bei gesunden Kontrollpersonen. Das ist eine gesunde Kontrollperson, da steht PIP minus, PIP negativ. PIP, so heißt die Substanz, die wir spritzen. PIP negativ bedeutet, findet keine Ablagerung statt. Das ist dieser Proband. Das hier ist PIP positiv.
HC, Healthy Control, also eine gesunde Kontrollperson. Es gibt gesunde Kontrollpersonen, die haben auch Amyloid-Plaques und funktionieren trotzdem völlig normal. Und das ist jetzt das Besondere auch, wenn wir uns alle untersuchen lassen würden mit dieser Methode, dann fände man sicherlich bei ganz vielen von Ihnen, vielleicht auch bei mir, erhebliche Ablagerungen von diesem Amyloid, ohne dass sie in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind. Das heißt, es gibt keine direkte Korrelation zwischen Amyloid-Ablagerung und kognitiver Leistung. Vor allen Dingen wissen wir, wenn Sie von einem hohen Ausgangsniveau kommen, also sehr anspruchsvoll gearbeitet haben, sehr intelligent waren, sehr sozial engagiert, also sehr aktiv, dann erkranken Sie klinisch später an einer Demenz, obwohl Sie die gleichen pathologischen Veränderungen haben. Also Ihr Hirn kann schon voll sein mit Amyloid-Plaques, aber Sie haben eine höhere kognitive Reserve. Sie kompensieren das viel länger, zum Teil Jahre länger, als jemand, der auf einem niedrigeren Ausgangsniveau gestartet ist. Der dann vielleicht klinisch schon sehr viel früher erkrankt, obwohl er weniger Plaques in seinem Hirn hat. Also das ist nur Histologie. Da gehört noch viel mehr an klinischem Bild dazu, um das hier zu interpretieren. Da steht jetzt MCI, Mild Cognitive Impairment. Das sind leichte Gedächtnisstörungen, die schon diagnostischen Wert haben. Wir wissen, dass 10% der Patienten mit so einer MCI pro Jahr zu einem Menschen mit Alzheimer-Demenz werden. 10% von MCI pro Jahr werden konvertieren zu Alzheimer-Demenz. Insofern hat das schon eine gewisse Aussage. Und hier haben wir dann die Alzheimer-Demenz. Sie sehen hier, also das ist ein Kontinuum. Aber man darf eben das Bild nicht überbewerten, wenn Sie mit einem IQ von 130 gestartet sind, immer voll leistungsfähig waren, mögen Sie das hier noch lange, so ein histologisches Bild noch lange kompensieren, bevor Sie klinisch erkranken. Das überspringe ich jetzt mal, wir sind schon weit vorangeschritten. Das ist wichtig. Gelb ist neuronale Funktion. Rot ist klinischer Befund. Die neuronale Funktion, die ist schon lange beeinträchtigt, die geht langsam runter. Hier wird die Diagnose gestellt, wenn die ersten klinischen Symptome aufgetreten sind. Das heißt, da ist im Hirn schon ganz viel passiert, da hat sich schon ganz viel Amyloid abgelagert, ganz viele Tangles sind in den Zellen entstanden. Es ist sehr viel kaputt gegangen, bevor die Diagnose gestellt wird. Ja? Der Prozess schreitet in unseren Hirnen voran, viele, viele Jahre, bevor wir überhaupt etwas davon merken. Das heißt, wenn wir behandeln wollen, präventiv behandeln wollen, dann müssen wir frühzeitig die Diagnose stellen, wenn möglicherweise noch überhaupt keine Beschwerden da sind. Und das ist jetzt im Moment die große Herausforderung und das hat dann natürlich auch therapeutische Konsequenzen. Wenn Früherkennung ihren Namen verdient, da steht wieder PIP in dem kleinen Bild, das ist auf dem Ärzteblatt, das ist Früherkennung mit PET und letztendlich müssen wir bei der Alzheimer-Demenz müssen wir so früh die Diagnose stellen, wenn sie eigentlich noch keine Diagnose ist. Und wenn einmal das klinische Bild entstanden ist, dann wird es sehr, sehr schwer, mit einem Medikament noch zu intervenieren. Man muss die Diagnose eigentlich dann stellen, wenn es noch keine Diagnose ist. Und dann verhindern, dass eben eine Demenz daraus wird. Das zeige ich Ihnen dann auch mit einem kleinen Therapieteil, den wir natürlich wollen auch wissen, was können wir denn jetzt noch therapeutisch machen. Hier ist nochmal dargestellt, Amyloidablagerung fängt Jahrzehnte vorher schon an, wahrscheinlich schon mit 40, manchmal schon mit 30. Ja, rot, Amyloidablagerung, die geht langsam voran und Ihr Hirn ist wahrscheinlich schon voll mit Amyloid, wenn Sie die klinischen Beschwerden bekommen.
Und dann nimmt hier, das ist diese gebogene Linie, dann nimmt die kognitive Leistungsfähigkeit ab. Ähnlich wie beim Morbus Parkinson. Beim Parkinson sind auch viele, viele Nervenzellen schon untergegangen, bevor die ersten Symptome auftreten. Und auch da müssen wir im Prinzip die Diagnose viel früher stellen, als wir das eigentlich gewohnt sind in der Medizin, um dann eben das weitere Voranschreiten der Erkrankten zu verhindern. Im Moment gibt es nur zwei Medikamentengruppen, die wir therapeutisch nutzen. Nummer 1, Acetylcholin-Esterase-Hämmer. Das sind die am weitesten verbreiteten Medikamente, die ich eben schon ansprach. Die verzögern das Krankheitsvoranschreiten um 6 bis 12 Monate. Und eine Substanz, Memantin, als NMDA-Rezeptorantagonist, der soll eine neuroprotektive Wirkung haben. Ist auch diese Substanzen, die vier Substanzen, die Sie hier genannt haben, Dolapizil, Galantamin, Rivastigmin und Memantin, sind zugelassen für die Behandlung der Alzheimer-Demenz. Mit einem Cholinesterase-Hemmer hemmen Sie letztendlich den Abbau von Acetylcholin. Acetylcholin brauchen wir für kognitive Funktionen. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter. Das hier ist ein Neuron. Sie sehen hier, ACH ist Acetylcholin. Das wird hier ausgeschüttet in die Synapse, geht dann hier an den Rezeptor und entfaltet hier ein Signal. Wir haben aber bei der Alzheimer-Demenz haben wir zu wenig Acetylcholin. Das heißt, das wenige, was wir noch haben, wollen wir möglichst lange in der Zelle, in der Synapse behalten. Und deshalb hemmen wir den Abbau. Das ist Acetylcholin, das wird abgebaut durch die Cholinesterase oder Acetylcholinesterase. Und diesen Abbau hemmen wir durch diese Medikamente, sodass Acetylcholin länger in der Synapse, im synaptischen Spalt bleibt, der Nervenzelle zur Verfügung steht. Also eine moderat wirksame Therapie, aber sicherlich wirksam. Ich zeige Ihnen nur ein Beispiel einer Studie. Donepezil, das ist einer dieser Cholinesterase-Hämmer, das hier ist eine 6-Monats-Studie. Das hier ist Placebo, die untere, die türkisfarbene Linie. Patienten sind schlechter geworden. SIB steht für Severe Impairment, also schwere Beeinträchtigung, das waren schwere Demenzen hier. Und Donepezil, dunkelblau, und Sie sehen, die Patienten, die Donepezil, das Verum bekommen haben, sind vorübergehend sogar noch besser geworden. Wenn man das jetzt fortschreibt, dann tritt da auch eine Verschlechterung ein. Das ist eine signifikante Überlegenheit gegenüber Placebo, und auf dieser Skala sehen Sie das auch. ADCS ist eine Alzheimer Vereinigung und ADL steht für Activities of Daily Living, also Alltagsaktivitäten werden hier gemessen. Und Sie sehen, auch da verzögert das Medikament das Voranschreiten der Erkrankung schon um einen erheblichen Zeitraum. Und das schenke ich mir jetzt auch mal. Jetzt gibt es natürlich Therapien, die eher kausal wirken sollen. Jetzt gibt es einige Firmen, die Antikörper entwickelt haben gegen dieses Amyloid. Antikörper, dann werden die Patienten mit dem Antikörper behandelt und der Antikörper lagert sich dann das Amyloid an und baut das sozusagen ab. Das wird dann aus dem Hirn wieder ausgeschwemmt. Und das kann man auch mit PET zeigen, mit diesem Liganden, den ich Ihnen eben gezeigt habe, mit diesem PIP-Liganden. Was Sie hier jetzt sehen, ist, das hier A ist Screening und Woche 78 nach 1,5 Jahren sehen Sie eine Reduktion. Hier auch. Ja? In B. Da ist es zu einer Reduktion gekommen unter dem Antikörper. Hier sehen Sie eine Zunahme. Das sind placebo-behandelte Patienten. Ja, also unter Placebo sieht man eine Zunahme. Und das ist hier dargestellt. Rot ist der Antikörper, Button neu zu machen. Hier sieht man eine leichte Reduktion. Blau ist Placebo. Sie sehen, dass man tatsächlich mit dem Antikörper die Amyloid-Beladung des Gehirns reduzieren kann. Das spare ich mir jetzt, das Ihnen zu erklären. Der Witz ist aber, dem Patienten hat es nicht geholfen.
Die haben dann nachher weniger Amyloid in ihrem Hirn gehabt, aber sie sind klinisch nicht besser geworden. Das heißt, wahrscheinlich sind wir hier schon viel zu spät. Ja, es ist schon zu viel an Nervenfunktion, an Hirnfunktion untergegangen. Dann können wir nur noch, das ist dann nur noch Kosmetik, ja, dieser Amyloidplatz abzubauen, ist dann nur noch Kosmetik, ändert dann nichts mehr am klinischen Befund. Das heißt, wir müssen viel früher behandeln, bevor es eben zu diesen Entwicklungen kommt. Jetzt, was können wir, da steht Risiko und protektive Faktoren bei Demenzen. Es gibt, und damit will ich langsam zum Ende kommen, es gibt ein paar Dinge, die wir tatsächlich schon tun können. Es hört sich bisher alles sehr pessimistisch an. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die wir tun können, um unser individuelles Risiko zu reduzieren. Hier steht Lifestyle links. Und unter den Lifestyle-Faktoren steht zunächst mal Obesity, Übergewicht. Übergewicht, und das ist eine Meta-Analyse hier aus dem Lancet, ein sehr schönes, wichtiges Paper, wo sie zusammengefasst finden, Dementia RR 1,42 bedeutet Risk Ratio. Sie erhöhen durch Übergewicht ihr Risiko an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken um das 1,4-fache. Ja, Alzheimer's Disease, nee, das ist Demenz insgesamt 1,4, Alzheimer 1,8. Das heißt, wenn Sie übergewichtig sind, alleine dieser Faktor erhöht das Alzheimer-Risiko um fast das Doppelte. Ganz simpel. Dann steht drunter Smoking, Rauchen. Auch ein simpler zu beeinflussender Faktor. Risiko, Risk Ratio, RR 2,2 bedeutet nochmal eine Verdopplung, wenn Sie Raucher sind. Verdopplung an einer Alzheimer-Demenz erkranken. Das heißt, es sind Umweltfaktoren, mit denen Sie Ihr Alzheimer-Risiko beeinflussen können. Unabhängig von allem genetischen Risiko. Dann steht da Physical Activity, also körperliche Aktivität, wissen wir heute auch, können Sie Ihr Risiko senken. Da steht jetzt nämlich 0,72, das heißt, Sie senken Ihr Risiko. 1 ist normal, ist Schnitt, 0,72 ist eine signifikante Senkung. Bei Alzheimer sogar 0,55, Sie halbieren Ihr Risiko durch körperliche Aktivität. Und das heißt nicht einmal in der Woche Marathon laufen, das heißt viermal in der Woche eine Stunde spazieren gehen. Dann steht da Cognitive Reserve, das ist die kognitive Reserve, von der ich eben sprach. Wenn Sie also Ihr Leben lang sehr aktiv waren, anspruchsvoll gearbeitet haben, sozial aktiv waren, viele Sozialkontakte gehabt haben, sich engagiert haben, kognitiv aktiv waren, reduzieren Sie auch Ihr Risiko. 0,5, Halbierung. Und dann kommt da noch Alkohol. Und witzigerweise ist das hier auch eine Reduktion, 0,74. Das sind Studien, jetzt gehen Sie nachher nicht hier raus und sagen, Herr Gründer hat gesagt, rauchen können wir auch, sollen wir aufhören, aber saufen sollen wir jetzt. So einfach ist es nicht. Alkohol, hier sind Studien untersucht worden mit leichtem bis mäßigem Alkoholkonsum. Also wenn Sie jeden Tag einen halben Kasten Bier trinken, werden Sie trotzdem Ihr Demenzrisiko erhöhen. Ja? Also mäßiger Alkoholkonsum, zum Beispiel das berühmte Glas Rotwein, senkt offensichtlich das Demenzrisiko. So, und dann haben wir hier noch Medical Conditions. Bluthochdruck erhöht das Risiko. Stroke ist klar, vaskuläre Faktoren beeinflussen natürlich das Risiko. Und dann steht da Diabetes. Wenn Sie eine diabetische Stoffwechsellage haben, erhöht das auch Ihr Risiko. 1,5, bei Alzheimer 1,4. Also auch ein Diabetes beeinflusst das Risiko. Und dann haben wir noch Hypercholesterinämie. Führt auch zu einer Risikoerhöhung. Das heißt, wenn Sie irgendwelche somatischen Erkrankungen haben, Bluthochdruck, diabetische Stoffwechsellage, Hypercholesterinämie,
sollten Sie das nicht nur behandeln, um Ihren Gefäßen was Gutes zu tun, sondern auch um Ihrem Hirn was Gutes zu tun und länger demenzfrei zu leben. Eine Studie möchte ich Ihnen dazu zum Abschluss zeigen. Das ist Risk Factors for, das ist eine ganz neue Studie, die gerade erst erschienen ist. Eine schöne Studie. Healthy Aging. Hier sind also gesunde Probanden untersucht worden. Ältere Menschen, die gesund waren, die nicht an einer Demenz erkrankt waren. Und hier hat man, hier haben Sie jetzt wieder ApoE4. ApoE4 minus, das wissen Sie jetzt schon, bedeutet, Sie haben kein Risikoallel. Und ApoE4 plus bedeutet, Sie haben mindestens ein Allel. Wenn Sie normotensiv sind, das heißt einen normalen Blutdruck haben, ist Ihr Risiko gleich, egal welchen Genotyp Sie haben. Wenn Sie Bluthochdruck haben und den Risikogenotyp, dann steigt Ihr Risiko drastisch an. Wenn Sie den Risikogenotyp haben, aber keinen Bluthochdruck, steigt Ihr Risiko nicht. Ja, also man ist nicht nur Opfer seiner Gene, man kann das tatsächlich aktiv beeinflussen, indem man seinen Blutdruck zum Beispiel richtig behandelt. Hier ist es nochmal dargestellt, man kann einen Blutdruck behandeln oder völlig einfach nichts tun. Und hier sehen Sie, wie sich das auswirkt. Das hier ist eine gewaltige Risikozunahme unter dem Bluthochdruck. Wenn Sie das medizieren mit Medikamenten und Ihren Blutdruck senken dann, und dennoch hypertensiv sind, dann reduzieren Sie Ihr Risiko. Okay, das ist das Letzte. Das hat der Spiegel 2006 mal, ausnahmsweise mal ein medizinisches Thema, das der Spiegel vernünftig behandelt hat. Laufen, Liegen, Lesen, das Fitnessprogramm fürs Gehirn, das ist letztendlich das, womit Sie alle, womit am besten geschrieben ist, wie Sie im Moment protektiv die Entwicklung einer Demenz vorbeugen können. Laufen, körperliche Aktivität, wir haben Fußball gespielt oder gelaufen. Lieben, damit ist nicht nur die Aktivität der beiden Herrschaften da oben in der obersten Reihe gemeint, sondern soziale Interaktion ist damit im weitesten Sinne gemeint. Ja, soziale Interaktion ist sehr wichtig und Lesen, kognitive Aktivität. Rede bleiben, auch über die Berentung hinaus. So, und damit, ja, das zeige ich Ihnen noch. Ich habe einen Blog. Ich werde, wenn das Video halbwegs vernünftig ist, werde ich dieses Video von dieser Vorlesung auch in meinem Blog einstellen. Da ist die Internetadresse. Wenn Sie mich googeln, finden Sie das auch. Und damit bin ich am Ende und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Jetzt hole ich auf, eine Pause zu machen, wenn ich alle gehen können, die nicht mehr für die Diskussion bleiben wollen.